Also, na, im WhatsApp hier, ich kann das machen und ich wohne in Dresden und der so, ja, cool und also ohne Also irgendwie, großes Bewerbungsgespräch. seit wann habe ich Aber denn jetzt die große Wohnung? ja, weil seitdem du das Achievement bekommen hast, seit 2 Tagen oder so. Es ist mir nicht aufgefallen. Achso, ich bin ja auch. Irgendwie, Ach ja. die mag aber hier die Dingens, die mag nicht alles, was lila ist, die Abigail. Nicht alles, was lila ist? Ja, weil ein Obsidian und ein Feueropal ist auch lila, das will sie nicht haben. Ey, das nie. Ist Mann, du jetzt auch ein Einzelgänger. bisschen. Du bist mein kleiner Einzelgänger. Du redest dich weg, wenn ich ihn küsse. Was ist denn los mit ihm? Bisschen Okay. zwei schienig gefahren, ja. Aber ich habe Schweinereien. vor, mit meiner Freundin auch nochmal auf so ein Event zu fahren. Hat die das auch vor oder nur du? Nur ich will sie mal, ich will mal zeigen, wie so ein Von Festival Autos aussieht, weil das tatsächlich ist die schon geringste ziemlich, Ahnung. Ich kann da es gar ist nicht schon mitreden. ziemlich geil, wenn du weißt, wie du dich verhalten musst, was du mitnehmen musst und so auf die Busreise. Also ich habe zum Beispiel immer neue Schlüpper mitgenommen, neue Socken, eine Jogginghose für die Heimfahrt und ein extra T-Shirt, weil das ist wie frisch geduscht nach 8 Stunden Darf ich mal Festival. kurz was vom Spiel vorlesen? Mir hat Shane gerade einen Brief geschickt. Hier ein kleiner Leckerbissen für dich, sag's niemanden, aber ich habe das vor Ewigkeiten aus dem Hinterzimmer des Joja-Markts mitgehen lassen. Okay, man sieht sich. Das ist was zu essen, Alter, das ist eine Pizza. Eine Tiefkühlpizza. Das ist eiskalte Pizza, die er vor Ewigkeiten hat mitgehen lassen. Boah. Tatsächlich eklig, Oder Benni, trockene Pizza schmeckt doch immer super, Warum oder? haben wir eigentlich hier so viele verkackte Äxte drin? Ja, weil ich keine weiß es auch Äxte nicht. braucht. Ich vernichte jetzt die blöden Steinschleudern da. Aber Die kann man nicht vernichten! man muss nicht, glaube ich, zwingend früher schlafen gehen, um das Baby da zu bekommen, weil ich bin ja immer relativ spät ins Bett gegangen in Stardew Valley und habe trotzdem das Baby bekommen. Übrigens, das sitzt jetzt schon außerhalb vom Babybett, ne? Das sitzt da Schon oben in der seitdem du Küche. nicht da bist, wir haben das letzte Woche schon gesehen. Haben Also ich hab's gesehen, weil ich war in seinem Zimmer. Ob du das gesehen hast, ist eine Ich bin andere der asoziale Geschichte. Vater, ich bin nie da. Irgendwie schon, ne? Irgendwie ist jetzt alles nicht mehr da, wo ich hingeschickt. Ich muss jetzt heute Wohnung sortieren, ich kann jetzt nicht pflanzen. Soll ich noch die roten Beete anpflanzen wegen den Rüben da? Ja, pflanz einfach mal irgendwas an. Wir haben noch so viel Platz. Kannst gerne anpflanzen. Ich weiß gar nicht, wann man die rote Rüben anpflanzen kann. Ich weiß gar nicht, Ich was ich rubbel jetzt jetzt hier alles hier einfach in was weg. diese Wohnung stellen soll. Wir wissen irgendwie alle nicht mehr, was irgendwie zu tun ist. Habe ich das Gefühl. Deswegen haben wir Ich habe mich übrigens ein gefragt. Zwergengerät gefunden, wo ich, was irgendwie Teil erforschter Technologie ist, wo ich nicht weiß, was man damit machen soll angeblich. Und Tu es spenden in kann ich die es nicht. Artefaktenkiste und ich werde es Habe ich schon. finden. Du kannst nicht spenden. Ich war schon damit. Und Ach, kann man nicht spenden? yep. Dann, wir brauchen alle Zwergenschriftrollen. Da müsst ihr mal gucken, welche Zwergenschriftrollen wir schon haben. Ira, lass das, das ist ein Leckerli. Du hast doch einen vollen Napf. Ich glaube, Mein die Gott. Einser haben uns noch gefehlt, hast du gesagt. Mein Auto Hallo? stinkt morgens nicht komisch, das riecht gut. Es ist irgendwie komisch, dass ich das Schlafzimmer jetzt unten Da habe, klingelt's während bei man oben mir. noch Platz hat. Oh wow, Essen kommt. Bei mir noch nicht. Jetzt ist man doch nicht gemeinsam, Chris. Also meiner riecht nicht selbst, also riecht gar nicht speziell morgens, aber vielleicht bin ich auch sehr geruchsunempfindlich, keine Ahnung. Das klingt, meiner riecht nicht komisch. Ach, Inventar alles voll. gut. Chill dich, Chris. Wollte dich nur ein bisschen ärgern. Boah, Son of Hell hat bisher nie weiter gepostet. Donofell, nee, der Nein, kommt aus nein. Österreich und meinte, das wäre dann für ihn wahrscheinlich eh nix. Müsste ich gucken. Für Österreich gab es eigentlich auch eine Zuständigkeitsstelle. Ira, ich sehe nichts mehr. Geh weg da. Ich glaube für Österreich. Ich müsste echt nochmal nachgucken, Sanofel. Ich glaube, da war auch irgendein Busunternehmen für, also ein Veranstalter für zuständig, weil das Okay. Gute an den Busunternehmen ist, du kannst dort einfach unangefochten von diesen du musst dich halt nie wie bei Rammstein zum Beispiel einloggen und krampfhaft auf F5 drücken, um das Ticket da zu bekommen, sondern du meldest dich einfach an, du willst 2 Tickets haben plus Busreise und dann kriegst du das Ticket und die Busreise und das war's. Weil Feierreisen und Hardtours hat zum Beispiel ein festes Kontingent von Q-Dance aus, weil die halt mit die größten
ich sag mal, Reisebegleiter sind auf den Touren und den Q-Dance halt die meisten Leute mit verschaffen, auch B2S. Und auch darf Tomorrowland. Darf ich mal kurz zwischengrätschen? Also ja. Die Pizza ist angekommen, Chris. Jetzt habe ich eine Frage, wie lange du zuhörst und wie gut du zuhörst. Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, so Alkohol und solche Sachen. Und ich weiß nicht, so ein Pilz mehr mitzubestellen ist irgendwie nicht so hilfreich. Benni, also, ich hol's dir ab. Weil aber erstens, ich trinke nicht mal Alkohol und zweitens, wo ich Alkohol getrunken habe, war Bier nicht mein Ding. Also das ist doppelt schräg. Ja, Benni, heb's für mich auf. Ich hol's und die Pepperoni-Pizza? Ich bin doch nicht so der Scharfesser, also. Okay. Oh. War Spaß gehabt. Okay. Ich dachte schon. Also ja, Felix, du kannst gerne jetzt in Feldschlösschenpilz noch hier abholen, wenn du möchtest. Das ist schön. Ach hier, verkommt's Benni. Wenigstens nicht. Ich würde Bier nehmen, aber ich kann ja nicht. Bier wird auch nicht so schnell Benni? Schlecht. Ja, was ist denn los? Anderes Thema. Ich hab dir ja den Gruß da geschrieben, ne? Ich hab noch Bier da. Welchen Gruß? Von Starzig. Ach so, ja. Hättest du auch den Namen nicht sagen können, hättest einfach sagen können, Klassenkameraden oder so, aber. Ja, kann da eh keiner was mit anfangen? Gibt's eh nie bei Facebook, wo ihr irgendjemand anfängt. Ich weiß nicht mal, was das heißt gerade. Ich dachte, das wäre irgendwie merkwürdig. Ja. Nee, siehst du, also Lumi hat eh was ganz anderes drauf geschlossen, also passt. Ja, und? Hättest du mal wieder Bock auf einen Shisha-Abend? Mit ihr? Ja. Also sie hat angefragt und ich habe mir vor 3 Tagen so überlegt, wir können aber mal Shisha rauchen gehen, aber ich habe niemanden, der mitkommt. Also echt jetzt? Ja. Wie geil, ey. Nee, und ich habe noch Marco mit erwähnt, aber ich habe gesagt, dass er immer viel zu tun hat, in Anführungsstrichen. Marco war auch nicht der Shisha-Raucher, der ist bloß mitgekommen, weil alle gegangen sind. Ja, naja, aber vielleicht könnte man mal was mit dem zusammen, weißt du? Also, Shisha rauchen? Mussten anfragen. Ja, wie erreiche ich den am besten bei Steam? Das sucht er sich ja nicht wirklich. Ja, aber dann hier online ist, du hast nicht seine Handynummer? Nein. Gut. Musst du mir mal zukommen lassen, dann kann ich gerne mal. Oder ich frage für dich dann halt, ich weiß nicht, wie das ist, so mit Handynummer weitergehen, also ist ein bisschen schwierig. Da hier Kinder, was damit anfangen kann, sie wohnt mittlerweile in Polis. Ich glaube, wenn man das googelt, kann man dann schon was damit anfangen. Vor allen Dingen, da eigentlich alle, die mir zuhören, wissen, aus welcher Stadt ich komme. Nee, kann man nie. Ja, klar, wenn du die Stadt kennst schon. Das Gespräch einfach trotzdem der Form halber auf Nacht. Ja, würde ich auch sagen. Dann fühlt sich der Ben sicher und bitcht nicht rum und dann ist alles gut. Im Zweifel hat Felix es verraten, das ist mir dann egal. Außerdem bitche ich gar nicht rum. Nee, das fand ich eher das lustige Wort da gerade. What the fuck? Oh, ich habe jetzt ein Skelett in meiner Küche stehen. Was, ein Skelett? Yep. Ach so, ich dachte als Mob. Nee, ich hab ein Skelett in meiner Küche stehen, einfach so. Ich hab dich auch trotzdem lieb, das weiß er, aber auch. Du hast mich lieb? Ja. Wann das denn? Schon immer? Ich dachte, ich bin hier bloß, damit ich die Mitspieler auffülle. Ja, also den Computer haben wir schon. Also erstmal hast du mich gefragt, ob wir das zusammen spielen und ich dich. Und ich hab ja gesagt. Da würde ich ja gerne bitte den Beweisführung sehen, weil ich würde behaupten, das ist nicht so. Ich hab doch überhaupt erst wegen dir mit Streamen angefangen. Ja, aber nicht wegen Stardew Valley. Du hast gefragt, ob wir zusammen Stardew Valley streamen. Nein. Das war mein allererster Stream, noch lange vor. Ach, Quatsch. Ja, sowas von. Niemals. Das also wir spielen dann nach Auto-Chess, hab ich gehört. Was ist los? Nachher oder Felix, ich glaube, Lumi will kein Auto-Chess spielen. Die hat es vorhin schon übergangen. Überhört? Was? Echt? Nee, ich hab's gar nicht gehört. Nettigkeiten. Ja, Xili hier. Warum hast denn du in Igai Sub, das ist ja krass. Wir können danach auch noch eine Runde Auto-Chess spielen. Bist du? Dabei kann ich Pizza essen beim Auto-Chess spielen, das ist super. Hierbei nicht? Hier brauche ich beide Hände. Beim Auto-Chess spielen nicht. Ich habe gestern Auto-Chess gespielt, aber ich habe abgelost. Abgelost? Ja. Jetzt sind heute wieder komische Slang-Wörter. Sowieso immer. Weißt du, ich wollte gestern eine Runde Apex spielen. Die haben gestern einen Patch aufgespielt, der erstmal alles kaputt gemacht hat. Yes. Gekonnt. Also erstens, haben die quasi alle Accounts oder fast alle Accounts zurückgesetzt auf Stufe 1 und okay. Oh wow. Und dann das nächste war, dass auch durch das Update viele Leute nur einmal starten konnten, das Spiel, danach ging es nicht mehr zu starten.
Also, lieber Sonofell, Unfollow ist möglich, Unsubscribe ist nicht möglich, denn den du jetzt hast, musst du noch aushalten, solange du ihn hast. Und Donations sind nicht rückgängig zu machen, obwohl du noch nie was donated hast, aber nur für just for your information. Stimmt gar nicht. Das kann man rückgängig machen, wenn es nicht als Donation bei PayPal verbucht ist. Na gut, dann also. Ist es doch rückgängig. Aber du hast mir nie eine Donation gemacht, die du rückgängig. Du könntest mir eine Donation machen, nur um sie rückgängig zu machen. Das wäre eine Option. Also, Son of Hell, wenn ich dir noch was empfehlen darf, geh zu Dominator. Also, die ist echt ihr Geld wert, vor allem wenn du auf härtere Musik stehst und nicht auf so weichspülige Musik. Jetzt, wo ich weiß, dass was zu essen kommt, habe ich Hunger. Das ist voll fies. Vorher hatte ich eigentlich gar keinen richtigen Hunger. Jetzt ich krieg erst Hunger, weil es jetzt neben mir steht und gut riecht. Dann ist halt mal was. Matze, haben wir gerade geklärt, dass wir heute noch Auto-Chess spielen. Habe ich so verstanden zumindest. Ja, ich auch. Boah, ein Ründchen, why not? Also, ihr habt vor uns übelst viel von Son of the Hell, also zumindest ein Lumi da zitiert. Ich sehe den überhaupt nicht mehr am Chat. Der spielt wahrscheinlich Dota. Echt jetzt? Ja, er hat geschrieben, bei Auto-Chess gibt es ein Unfollow, Unsubscribe und Undonate und Unfriend. Und dann hat er gesagt, ja, Dominator habe ich mir auch schon gedacht. Wann ist das nochmal? Meistens Juni, Juli rum. Und dann sagst du, Auto-Chess würde ich auch toll. Was ist denn mit dir kaputt? Erst rufst du mir hier Unfriend, Unsubscribe, was weiß ich was an, dann willst du mitspielen bei einem Auto-Chess. Matze, ich weiß nicht, schreibst du das bei Lumi auch oder hast du das nur bei mir geschrieben, dass du, dass du bei Auto-Chess dabei wärst? Schreib nur bei dir gerade, bei mir schreibt er nicht. Bei mir hat er jetzt gerade geschrieben, wer dabei. Bin ich im richtigen Chat? Sollen wir jetzt schon anzufangen zu... Anscheinend nicht. Zu protokollieren, wer mitmachen möchte, also Matze und Sonofell scheinbar. Ich würde sagen, wenn wir anfangen, ist einfach, wer zuerst joint hat, gewonnen. Fertig. Ich habe hier Lumi-Chat. Das ist fies. Easy will auch mitspielen. Lumi-Z musst du nehmen, ne? Chat von Lumi das. Ja, ist mir schon klar. Um 10 geht mein Schatz ins Bett. Jetzt bin ich auch im Bett. Jetzt wird gebumst. Okay, ich gehe auch mal ins Bett. Warte auf eine schöne Sequenz. Aber passiert. Du möchtest das so haben wie bei Sims? Oder ich gebe erst mal ein bisschen Marmelade, weil... Ach nee, ich habe ja schon... Weil das rutscht. Kneift und so. Ich schlafe auch. So, jetzt habe ich jedenfalls hier einen Feldschlüsselpilz, eine eisgekühlt. Kriegst du dann auch einen dicken Bauch? Ja klar, oh. Lumi, du kriegst einen fetten Bauch. Ja, du kannst nicht mehr arbeiten, Lumi. Aber da kann ich jetzt essen. Das ist die andere Option. Ich will eigentlich bumsen, aber es passiert nichts. Das ist ein Kinderspiel, Lumi. Was hast du erwartet? Sims ist auch ein Kinderspiel. Ja, aber da wird's auch verpixelt. Ja, aber nee, dann hüpfen sie unter die Decke. Aber so dieses Rumknutschen und das man dem anderen das in den Hintern kneift. Das fällt dir weg. Fand ich mit 12 schon interessant. Mit 12 warst du ja auch schon, egal. Was war ich mit 12? Das darf ich nicht sagen, dann haust du mich, wenn du mich irgendwann mal siehst. Da warst du ganz vorbildlich und wusstest noch gar nicht, wie das geht. Bitch. So, und jetzt sprich in aller Ruhe. Vor der Klasse erklärt jemand ein Kondom auf einen Holzpenis ziehen. Okay. Ich würde es sogar freiwillig machen. Das so gestört war ich. Strange. Und das hast du alle lachen hingekriegt? Werbeagentur? Lumi hört mir nicht zu. Okay, super. Was? Entschuldigung, ich habe eine Donation bekommen. Ich war abgelenkt. Dankeschön an die Werbeagentur für den Euro. Kennen Sie das Langeweile, Antriebslosigkeit? Dann schauen Sie jetzt bei Lumi das Lumi der Z rein. Schalten Sie sogar für nur 4,99 € im Monat Emotes frei. Aber halt, wenn Sie in den nächsten 10 Minuten bestellen, bekommen Sie noch ein Chat-Badge gratis dazu. Badge ist das Ding im Chat. Ich wollte gerade sagen, das kriegt man nicht in den nächsten 10 Minuten. Ja und? Also Marketing, Lumi. Wer zum Henker macht denn da eine Werbeagentur? Ich weiß, wer das war, aber ich verrate es nicht. Könnte aber daran liegen, dass ich schon mal so ein ähnliches Ding gekriegt habe. Dankeschön, Sodofell. Dominator 2019 ist übrigens am 20. Juli. Und die Werbeagentur ist garantiert Chris. Dankeschön. Nein, das ist nicht Chris, hallo? Das war ich. Natürlich. Also, der gerade isst und froh ist, dass er zum Essen kommt, war natürlich da drüben. Jetzt ernsthaft? Verarscht mich nicht. Dann weiß ich nicht, bei wem ich bedanke mich einfach bei der Werbeagentur und derjenige, der sich angesprochen fühlt, der freut sich jetzt. So. Und Dankeschön auch an Sonofell für die 5 Euro. So, die geht sollte nämlich nicht runtergehen wegen deinem Spaß, ne? So, und jetzt gleich zurückziehen. Ja, mal gucken, wie du das machst. Pah. Lügenpresse, das ist eine alternative Fakten, Chris, ja? Alternative Fakten. Aha, doch, es war doch Chris, siehst du mal. Lügenpresse, ja, so ist der Ben. Er tut immer nur so lieb.
Nee, die ist nicht so scharf tatsächlich. Die ist. Aber die ist hart an der Grenze für mich tatsächlich schon, die Salami. Ich weiß nicht, wenn ich noch mehr Stücken davon esse, wird es mir wahrscheinlich dann irgendwann zu scharf, die alles auf einmal zu essen, die Pizza. Es ist schön, wenn ich immer wieder mit mir selbst rede. Ich glaube dir, Chris. Kann ja, ich so viel, wenn du dich mutest. Felix. Hab ich schon wieder nicht gehört? Sich gemutet. So. Jetzt gleich zurückziehen hat Sonoff. Jetzt sehe ich dich das erste Mal überhaupt. Wenn die olle Mimose. Olle Mimose, Crybaby. Ich bin keine Mimose, ich bin einfach tatsächlich, halte ich es für unnütz, Essen sonnig scharf zu machen. Das schmeckt ja nur noch nach Schärfe in vielen Situationen. Das schmeckt ja gar nicht mehr nach dem Essen. Wenn du dich dran gewöhnt bist, schmeckst du dann auch das Ding von der Schärfe. Ach komm. Und pfefferscharf ist ein, also der Geschmack. Das ist nicht pfefferscharf, das ist Pepperoni. Ja, siehst du, Pfeffer schmeckt anders als Pepperoni zum Beispiel. Das ist richtig, aber Pepperoni scharf ist halt, hat keinen wirklichen Geschmack. Das ist einfach nur scharf. Sag jetzt nicht, Chris, dass du auch was Scharfes noch für mich bestellt hast. Ich spüre mit Bier runter. Ne, nope. Ja, war ein falscher Chat. Ja, das kann natürlich. Aber ich habe eigentlich Chris gesehen, also. Aber Chris ist auch bei Ben. Ja, Chris aber ist auch bei mir. Ich habe eigentlich. Ich bin mir echt. Jetzt zweifle ich echt langsam an mir. Ihr macht mich fertig. Ich würde sagen, du machst dich selber fertig und das ziemlich effektiv. Ziemlich effektiv selber fertig machen. Yeah. Das kann ich. Mich das selber fertig machen, da bin ich dabei. It's my only perk. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva. Oh je. Jetzt hört's aber auf, ey. Was? Jetzt hört's auf. Da haben wir noch gar kein Bier getrunken. Meine Freundin hat auch gerade nach Schatz gerufen. Schatz. Was? Bleibt ihr denn bei Autochess auf dem TS oder geht ihr wieder aufs Discord? Ist eine gute Frage. Ja, das ist eigentlich ein öffentlicher Teamspeak. Ich wollte es nur nicht, dass, wenn wir den ständig nennen, dass jetzt jemand hier das mit reingejoint wird und dann wird. Drei Leute sind schon viel. Ich denk mal, dass bis dahin meine Nachbarn aufgehört haben, mit Pornos zu ziehen. Also wir können wieder auf Discord danach gehen, denke ich. Ups, das war falsch. Felix, hörst du die Klingel? Chris macht sich ein bisschen Sorgen. Ich höre die Klingel, ja, aber ich habe noch die Freundin nicht Klingel da gehört, weil ich habe noch ein Sicherheits Mechanismus Relay namens meine Freundin Defcon 1. Ja, war ich auch. Was, Franz? Ne, Franz bin ich aber nicht. Felix. Na dran, so noch. Na dran, also das F hat gestimmt. Frank? Du bist Frank? Aha, Frank. Hallo Frank. Franz. Ferdinand? Franz Ferdinand? Oh, wir spielen mit Franz Ferdinand zusammen. Der dritte. Ja, ich war auch auf oder der zweite. Sage und schreibe, lass mich nachrechnen. Viermal locker. Vielleicht gibt es schon Franz Pendel den vierten. Event, weil du hast Haufen verschiedene Floors. Du kannst sogar DJs, wenn du unbedingt mit denen Fotos willst. Mein Gehirn hat wieder was anderes vervollständigt. Ziemlich gut abpassen. Was? Und Felix, der dritte von hinten. Ja, hab ich auch lieb, ey. Mein Gehirn hat. Wenn du das jetzt in meinem Chat mitlesen, dann muss ich mich nicht mehr drauf konzentrieren. Hat wieder bei. Da gibt's auch ziemlich viele Floors, bei dem F was anderes vervollständigt. Aber das war nicht so. Mit Dr. Peacock, ja, das bist du nicht vorher dass er ja eine ziemlich schlimme Hirnhautentzündung hatte und eigentlich erstmal nicht mehr auftreten wollte. Und er hat ziemlich gute Frenchcore-Musik gemacht und ich dachte so, Alter, hoffentlich überlebt er, und er hat überlebt. Also es gab mal eine Zeit lang, da war der in seiner Website halt offline und halt wegen seiner Krankheit. Warum nimmt man eine Website offline, obwohl man in Anführungszeichen krank ist? Naja, der war halt todkrank. Hirnentzündung ist doch nicht todkrank heutzutage. Ja, doch. Kannst du aber tatsächlich noch dran. Es ist gefährlich, aber es ist nicht so, dass es jetzt wie Krebs ist, würde ich sagen, oder? Ja, der nimmt halt keine, also der hat geschrieben gehabt, der nimmt keine. Wie nennt man Aufträge das? An? Nee, der nimmt keine Mixes mehr auf und so weiter, und der konzentriert sich halt erstmal voll drauf, gesund zu sein, und seine Website war 2 Jahre lang komplett down. Ja, ich verstehe es halt nur trotzdem nicht. Also am Ende bist du ja trotzdem noch eine Persönlichkeit, die erstens noch lebt und die irgendwie trotzdem ja noch vorhanden ist, deswegen würde ich halt nicht meine Website downnehmen, sondern ich würde dann irgendwie sagen, okay, stresst es einen persönlich, wenn man die ganze Zeit noch erreichbar ist, oder so? Muss ja nicht erreichbar sein, du kannst ja einfach auf die Website schreiben, hier, ich bin aus gesundheitlichen Gründen aktuell nicht für Auftritte zu buchen oder so, fertig. Das hat er ungefähr so geschrieben gehabt, aber der war halt damals auch noch nicht so sehr bekannt. Oh, kann man halt trotzdem die Website online lassen, das meine ich. Ja, ne, die Website war ja online.
Nee, du hast ja gesagt, die war offline. Was deine Aussage. Ja, naja, in dem Sinne, dass man keine. Scheiße. In dem Sinne, dass man keine Sets mehr downloaden konnte. Also damals war noch all den seine Sets kostenlos verfügbar. Also sind sie jetzt teilweise heute noch, aber halt eher Live-Aufnahmen von den Festivals. Lungenentzündung ist noch tödlich. Ja, Lungenentzündung ist nur tödlich, wenn du es eigentlich verschleppst in den meisten Fällen. Also die wenigsten Lungenentzündungen meines Wissens enden wirklich noch tödlich heute. Es ist nur so ein Ding, wenn du es verschleppst und nicht zum Arzt gehst und dir ewig keine richtige Erholung gönnst dazu. Zumindest soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie das bei Lumi ist, aber ich glaube, Lumi ist eh AFK. Ich habe gerade ein Set reingeschrieben, das kannst du dir mal anhören, also ein Lied, beziehungsweise von Dr. Pico. Natürlich, Klassiker. Am besten noch mit dem Video von YouTube, wo die Juden da im Hintergrund so tanzen. Was hast du gerade gesagt? Ne? Juden tanzen ist ja erstmal nichts Schlechtes. Eben, also. Die tanzen halt bloß im Kreis. Das ist so aber das Warrior, ist ja ehrlich. Video von dem Dr. Peacock halt drin. Das ist, aber ich krieg aber heute auch gerade Essen von allen geschenkt. Eieiei. Schon wieder Essen, oder was? Ja, von Gas hat mir jetzt. Bei Gas hat mir jetzt Wasser geschickt, einen Bohneneintopf. Das ist aber virtuell, das kannst du ja nicht essen. Ich dachte gerade, du hast jetzt tatsächlich noch eine Lieferung bekommen. Das wäre schlecht. Nee. Also, ich meine, du hast ein bisschen wenig Fleisch auf den Rippen, aber so ist ja am besten, muss man das jetzt arbeiten. Ich bin vielleicht so schwer wie noch nie in meinem Leben aktuell, vielleicht, ja? Ganz entspannt. Vielleicht 73. 73? Wie groß 73? 1,88. Ich, wow. Ich bin 1,80 und wiege 75 Kilo. Ja, ich war noch nie so schwer. Ich hab's vorher. Wie groß ich bin. Ich hab's vorher nie über die 71 Kilo geschafft. Und was? Ich war jetzt Anfang der Woche mal im Fitnessstudio mich gewogen und jetzt war ich mich bei 73. Das sind die Muckis. Das ist kein Fett. Glaube ich tatsächlich nicht. Aber bild du dir so ja ein. Sonderfell hat auch gesagt, richtig. Ich möchte ein erotisches Bild von dir behalten, ja. Auch wenn es nicht der Realität ist. Hast du ein erotisches Bild von dir, Lumi? Nee, von mir anscheinend. Das irritiert mich ein bisschen. Es ist doch viel angenehmer, mit Menschen zu zocken, die man sich erotisch imaginiert. Was, imaginiert? Ja, sie müssen es ja nicht sein. Okay. Ich popel gern. In der Nase. Kannst du mir bitte meine Fantasie von dir lassen? Ja, ich kann auch erotisch puppeln, hallo? Erotisch puppeln, what the fuck? Was? Bin 2 Meter 5 und hab 220 Kilo? Kappa. What the fuck? Kappa. Was denn? Was? Brav, auf in zweite. Nein, Chris, nicht die zweite Lieferung ist unterwegs. Was soll das? Ich komm nicht mal dazu, die erste zu essen. Die steht neben mir, weil ich brauch 2 Hände zum Zocken. Was? Warum? Tu mir das nicht an! Das schaffe ich heute Abend eh nicht mehr! Du kannst es doch immer noch morgen essen oder einfrieren oder keine Ahnung. Ja, aber das warm ist halt Essen doch geiler. Oder frisch, besser gesagt. Hast du keine Mikrowelle? Nein. Echt nicht? Nein. Wieso, Chris, das nächste Mal solltest du Geld in eine Mikrowelle investieren? Das würde sich viel mehr lohnen als in weiteres Essen. Es ist ja lieb gemeint, aber das. Achso, war ein Witz. Oh, ich dachte schon. Oh. Spin-Win. Okay, Mikrowelle. Nein, jetzt schickt mir nicht eine Mikrowelle. Lumi, du bringst Leute auf dumme Gedanken. Ach Gott, wir hatten noch Samen da. Oh, shit. Wir sind super in Besamung, ja? Sind wir vorbereitet. War mir nicht klar, ich dachte, wir hätten keine mehr. Du hast doch irgendwie vor anderthalb Jahren gesagt, wir wollen alles nur noch mit Eigensamen machen. Ja, ich dachte, wir hätten keine. Ich hab sie irgendwie übersehen. Die waren weiter unten als die anderen, keine Ahnung. Ja, und so jemand will sich halt um die Sachen kümmern, ne? Hallo, unser komplettes Beet ist bestellt mit irgendwie 50.000 Pflanzen, ja? Und wer erntet das wieder? Ja, ich. Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Und ich bin keine Arbeit. Schwanger seit gestern. Als ob du instant schwanger wirst wegen einmal Sex. Na, wenn ich passend zu meinem Eisprung Sex hatte, weißt du. Wir haben übrigens 3 prismatische Scherben. Ist? Hm? Hm? Vielleicht habe ich nachgerechnet. Weißt du überhaupt, wann ich meine Tage habe? Du hast überhaupt keine Tage. Das ist der Witz. Das ist eine Fangfrage. Dann kann ich aber auch nicht schwanger werden, das ist dir klar. Das ist nicht mein Problem. Bringt ja eh das durch, das Kind, hallo? Ich weiß nicht so wirklich, was wir hier gerade reden, wenn ich ehrlich bin. Ben hat von meinem Eisprung ja, angefangen. Ja, das hast du mich tatsächlich dran gekriegt. Du hast vom Eisprung angefangen. Ich habe überhaupt nichts von Eisprung gesagt. Jetzt leg mir nicht irgendwelche Worte in den Mund, vor allem nicht, wenn es um Eisprung geht.
Ja, Ben, das war Bens dringende Frage. Er wollte schon immer wissen, wann mein Eisprung ist. Ich wollte vor allem immer schon wissen, wann deine Tage sind anscheinend. Das ist ja die eigentliche Frage dann. Achso, wann meine Tage sind? Ja, scheinbar. Aber geantwortet hast du da nicht. Tja. Geht dich halt auch nix an? Mhm. Jetzt so kommst du mir so, ja, mit geht dich nix an. Ja, letzte Woche hast du es anders Mieter angesehen. Geheimnisse? Aha. Geheimnisse. Ich bin übrigens sehr geknickt, dass bei der TwitchCon keine Karten mehr sind. Wo ich es mir fast überlegt hatte, hinzugehen. Ohne Witz, ich habe heute in meinen TwitchCon-Kanal auf der Discord geschrieben, schade, dass niemand mitkommt, dann halt sozusagen, oder dass nur die mitkommen, die schon, wo ich schon weiß, dass die in Berlin eh sind. Und dann antwortet Felix, ja, ich habe an der Woche normalerweise keine Zeit, aber so, ah, seit 2 Wochen sind die Karten eh ausverkauft, das ist dann irrelevant. Ja, sie sind halt weg. Wenn sie so anfängt, hat sie ihre Tage gerade, typische Zickerei während der Tage. Bitte, was? Von wem kam denn das? Ja, das kann ich nicht verraten, aber der Spruch war top. Das kannst du sehr wohl verraten. Nö. Ich kann es jederzeit bei dir nachgucken, das ist sehr klar. Mach mal, Bruder vor Luder und so, da musst du wenigstens raustappen und alles, das also ist dir zu umständlich. Also warst du schon mal ein Kerl. Ich glaube, mir guckt da gar keine Frau. Also ich wüsste nicht, dass mir überhaupt eine Frau zuguckt, außer du also ab und zu. Entweder Chris oder Xeli. Ja, oder Matze. Matze schreibt sowas nicht. Ja, was denkst du, was Matze hier alles schon so geschrieben hat? Das habe ich mir nicht getraut vorzulesen. Definitiv nichts über meine Tage. Ja, habe ich mir nicht getraut vorzulesen. Danke, Chris, für die Pizza. Kommst du zwar dir auch an? Ja, wahrscheinlich ja. War deswegen AFK. Bin ich jetzt Freundin, die Einzige, die noch keine hat? Freundin hatte gerade gesagt, keine Pizza haben. Da kommt gerade ein Motorrad an und da hab ich aufgemacht, hab so schnell Trinkgeld rausgekramt, 2 Euro. Trinkgeld? Scheiße, das sind hier wirklich auch noch. Ja, komm, das muss schon sein. Also bei mir tragen die das 3 Stockwerke hoch, da kriegen die immer was. Also ich wohne quasi im Erdgeschoss, bei mir muss dann nicht Trinkgeld sein. Ja, aber also ohne Aufzug 3 Stockwerke hoch zu jumpen, wenn du das Chris, 5-mal machst am Tag, dann darfst du auch nochmal 1 Euro extra kriegen. Also. Chris hat mir ein Becks mitbestellt, ich probiere das gleich mal. Das ist zum ersten Mal, dass ich ein Becks trinke, das ist Premiere das, quasi. Das klassische Becks oder irgendwie Becks Eis oder so ein Shit? Nee, das ist klassisches Becks. Also hier steht, Brauerei Becks. Das ist nicht meine Tage, vögel ich jetzt heute nochmal. Ja. Was, du vögelst? Ja, wir sind so früh ins Bett gegangen. So. Was? Ach so, beim Sebastian. Lupon. Klar, Lumi vögelt gerade live vor der Cam, huppelt so ein bisschen, der Typ liegt halt einfach drunter, weil sie dringend ein Kind haben will im realen Leben. Ja, Sebastian macht den Seestern. Na, hoffentlich dringend. Nicht. Hoffentlich nicht. Findest du das schrecklich, wenn ein Kerl einfach einen Seestern macht und dich machen lässt? Ich hatte noch nie einen Kerl, der einen Seestern macht. Aber findest du denn die Vorstellung schrecklich oder was? Du hast eher immer Seestern gemacht oder was? Ich habe noch nie Seestern gemacht. Ich würde sagen, Lumi ist so jemand, der sehr gerne mitmocht. Mietmocht. Ja, sehr langweilig sonst. Was lacht denn jetzt? Was habe ich denn jetzt verpasst? Das ist meine Freundin gewesen. Ja, komm, ich lache aus dem Hintergrund. Das war Absicht, Chris. Absicht. Meine Freundin hat sich nämlich gerade ein Sechstel meiner Pizza geklaut. Nein, ja. Hör verstehe, auf. Verstehe. Wir spielen später. Groß gelacht. Wir spielen später, so. Ja. Was soll ich zu dem Thema sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Wir sind schon wieder auf den sexistischen Themen. Ja, wir lassen es jetzt wieder. Wir haben es vergessen. Ich hab's vergessen. Ach, verdammt, ich habe Jahres Geburtstag vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass sie Ja heißt. So oder Jas, Jasmin, keine Ahnung. Sebastian heißt ab sofort Patrick Star. Sebastian heißt ab sofort. In der Seestern expedit, ja. Felix, schmeckt dir dein Essen? Ja, ich habe bis jetzt ein paar Salamis probieren können, weil meine Freundin auf meinem Platz sitzt. Weg da! Ich streame, also ich spiele. Du streamst? Das wäre mir neu. Ich spiele. Du bist immer zu faul, den Stream anzumachen.